Nach dem 1:0-Sieg über Gaziantepspor stand der FC Augsburg im Finale des Sun Express Cups von Belek. Zum Abschluss des Trainingslagers traf das Team von Markus Weinzierl auf den ersten FC Kaiserslautern, der sich zuvor gegen den FC St. Pauli durchsetzen konnte. Beim FCA von Beginn an mit dabei: Gelios, Verhaach, Klavan, Altintop, Vollner, Bayer, Eswein, Werner, Kaisen-Bracker, Heubier und Bobadilla. Die erste Chance des Spiels gehörte dem FCA bereits in der dritten Minute. Altintop mit einem schönen Solo durchs Mittelfeld, doch dann hat Tobi Werner im Abschluss mit den mäßigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Aber auch Lautern war von Anfang an durchaus gut im Spiel. Armin Junes über links bedient Kevin Demir bei und Glück für den FCA, dass der Deutsch-Türke nicht genau genug zielte. Im Anschluss gewann der FCK etwas die Überhand. Augsburg merkte man die schweren Beine nach 7 Tagen harter Arbeit an. Trotzdem hatte auch die Weinzierl-Elf noch ein paar Pfeile im Köcher. Werners Pass auf Eswein genau im richtigen Augenblick. Keeper Marius Müller ist geschlagen, doch Löwe verhindert einen lauterer Rückstand in letzter Sekunde. Die anschließende Ecke. Wieder nimmt FCK-Torwart Müller eine zentrale Rolle ein. Heubier. Müller verschätzt sich gewaltig und Werner ist zu überrascht, um die Kugel im Kasten zu versenken. Die Führung nach knapp 30 Minuten wäre hier gar nicht mal so unverdient. Aber wie so oft entscheiden im Fußball Kleinigkeiten. Augsburg etwas zu weit weg von den Gegenspielern, Löwe hat Zeit, sich den Ball zurechtzulegen und trifft dann auch noch mit einem Sonntagsschuss in den Winkel. 1:0 für den FCK. Nach dem Seitenwechsel wieder Lautern im Vorwärtsgang. Matt Moore hat Platz ohne Ende, bedient auf der anderen Seite Kevin Stöger und der lässt sich nicht zweimal bitten. 2:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Damit war das Spiel beinahe schon entschieden. Doch der FCA kam nochmal und holte die letzten Kraftreserven aus sich heraus. Vollner scheiterte hier an Müller. In der 54. Minute hätte Lautern alles klar machen können, aber erst bringt Gelios Stefan Mugosa ins Straucheln und setzt dann klasse nach. Toll gekämpft. Mit dem 0:2 Rückstand wollte sich die Weinzierl-Elf aber auch im Anschluss nicht einfach so abfinden. Manchmal muss man Tore auch erzwingen. Djurcic kommt im Strafraum an den Ball und wird von Erik Tommy von den Beinen geholt. Diese Situation nennt man wohl Ironie des Schicksals. Erik Tommy, gerade vom FCA an Kaiserslautern ausgeliehen, verursacht hier einen Elfmeter. Der Gefaulte selbst tritt an und verwandelt sicher. Nur noch 1:2. In der Schlussphase wäre sogar der Ausgleich und damit die Chance auf den Finalsieg drin gewesen, aber Sean Parker verfehlte den Kasten in der 88. Minute knapp. So musste sich der FCA am Ende 1:2 geschlagen geben, was aber nichts am Erfolg eines intensiven und erfolgreichen Trainingslagers änderte.